Okay. Wieder Bogen in die Hand. Obwohl, nee, Schwert in die Hand. Das wird hier wahrscheinlich eh alles respawn sein. Und dann ignoriere ich den Feuerhelm da vielleicht mal. Also ja, ich könnte ihn bestimmt irgendwann umbringen. Aber die Stelle ist mir einfach zu doof. Also Karte, du bist nach rechts. Also ignoriere ich den Feuerhelm und bringe einfach zwei andere Feuerhelme irgendwo um, die leichter zu töten sind. So, wir wollten runter, wir wollten nach rechts, da kommt wieder ein Feuerball im Rücken. Nehme ich jetzt, genau. So, und an dir laufe ich einfach so vorbei. Kannst mich mal. Oh, ich kann nicht vorbeilaufen in den Steinhaufen. Ja. So. So. Dich auch noch. Ja. Oh, warte mal, ich teste mal wieder das aus. G, Ronny. G. G. Okay. Der Schaden wird definitiv gespeichert. Sonst denke ich nicht, dass ich ihn one-hitten hätte können. So, es geht nach rechts weiter und es geht nach unten. Zu einer Tür. Hallo, Joghurt. Was machst du hier? Sei gegrüßt, junger Mann. Und es ist nicht Joghurt. Kommst du wegen des gekreuzten Dolches? Jein. Dolch? Ja, natürlich. Du musste Auserwählte sein. In meinen Träumen sahst du allerdings weniger blass aus. Was muss ich tun, um den Dolch zu bekommen? Der gekreuzte Dolch von Adyanti ist ein Messer, das in anderen Welten geschmiedet wurde. Nur großherzige und selbstlose Seelen können ihn tragen. Also nicht er. Ich bin diese großherzige und selbstlose Seele. Ich gab einem Bettler einst Geld, weißt du? Ich weiß. Unglücklicherweise bin ich nicht so selbstlos. Um dir zu raten, wie du die Dolch bekommen kannst, musst du mir schon 100 Goldmünzen geben. Wie wär's mit 50? 80 Münzen, nicht weniger. Nö, lass mal, wir haben keine 80 Münzen. Deswegen gucken wir einfach selber mal. Das sieht irgendwie verdächtig aus. Yeah. Gib acht, dort ist kein Boden vor dir. Warum sagst du uns das? Yeah, aber sicher. In Wahrheit ist dort Boden. Es sieht nur so aus, als ob dort keiner ist, um Eindringlinge zu ängsten, richtig? Dort ist Boden, dort ist ein Boden. Pass auf, ich lasse eine Münze fallen. Ah, da ist kein Boden, da ist kein Boden. Okay. Also hat er es jetzt wirklich mit umgedrehter Psychologie versucht. Er hat gesagt, da ist kein Boden, weil wir denken, dass er lügt, nehmen das Gegenteil an und würden runterfallen. Und er hat gewonnen. Arschloch. So, und jetzt brennt es da. Ich halte schon mal Shift 1 bereit. Oh. Ich lege besser nicht meine Hand ins Feuer. Okay. Das ist irgendwie zu einfach. Hier kommt bestimmt irgendwann noch ein richtig garstiger Kampf, sobald man das Ding da rausgeholt hat. Uah, hat oder so. So, weg. Also müssen wir jetzt 80 Goldmünzen auftreiben für den doofen, gierigen Goblin da. Was passiert eigentlich, wenn ich die hau? Gar nichts. Okay. Naja, 80 Münzen. Und der Helm ist wieder da. Dufer Helm. So. Oh. So. Wow. Okay, ich gehe schon weiter, Ist alles gut. Oh. Was war's denn, du? Das war ein Giftbolzen oder sowas. Oh. Hallo, Orks. Komm mal her. Da ruft er etwas aus. Ein Speer zum Verkaufen. Sehr schön. Und dass hier durchgehend Fässer zerschlagen werden, fällt euch gar nicht auf. Hm?
So, tot. Tot. Ihr könnt mir gar nichts mehr, du Orks. Der eine schläft oben. Das heißt, ich bringe jetzt ihn um. Da Licht. Und er wacht auf. Nee. Au. Meine Rüstung kaputt machen. Geht ja mal gar nicht. Ja, ganz schön teuer. Hm. Was ist das? Oh. Das sieht nicht sehr gemütlich aus. Aber da ist ein Fass. Ging sogar. Oh. Hm. Oh. So. Ich würde echt gerne irgendwas da runterschmeißen, um zu gucken, ob man solche Fallen auslösen kann. Ah, nicht mich. Inventar. Puppe. Ablegen. Ne, Puppe löst es schon mal nicht aus. Na gut, nicht rumspielen mit einer bösen Bärenfalle. Wir sind schon wieder woanders. Wo sind wir jetzt? Da sind wir. Ne, komm, zurück. Ein Feld nach dem anderen. Erstmal Ochs töten. Ochs, 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 Ochs. Der normale Pfeile und eine Kiste mit noch mehr blauer magischer Sens. Schwupps. 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 Au. So, komm hoch. Ein grüner Gladius. Moment mal. Wir haben ein Gladius mit 80. Der hier hat 85 und plus 5 auf Crit. Sehr schön. Also du dahin, du wirst verkauft, ihr werdet alle verkauft, ihr werdet verkauft, das ist Questgedöns, okay, wir haben ganz schön viel roter Schleim, und das ist auch Questgedöns, du mal dahin zu der Puppe und so, du bist ein Trank der Heilung, du gehörst da wohl hin. Du bist ein anderes Auge. Okay, wir haben Auge des was? Schlange, Frosch, Satyr. Okay, wir machen extra Augenreihe auf. So. Quest zurück, Pfeile. Ja, das passt. Fürs Erste. So, ich hätte gerne mehr Licht. Und mehr tote Orks. Elfische Unterwäsche. Oh, die ist schön was wert. Und ein breiter Dolch. Schade, dass wir keine durchweg Skill haben. Jo, Schaden 66. Zusätzlicher Schaden mit Dolchen plus 16. Okay. Und ganz hinten fehlt noch eine Fackel. Nee. Na gut. Ich wollte jeden Raum nach mir umgehen. Angehen. Sollte ich die Fackel noch anzünden, ne? So. Fehlt immer noch was? Dann muss hier doch irgendwo ein Secret sein. Hier? Nö. Doch, da muss irgendwo ein Secret sein. Oder hat es jetzt schon einmal gefunkelt? Nee, kann es nicht, sonst hätten wir die hier nicht anzünden können. Die Treppe da unten führt wahrscheinlich nicht nach ganz unten, sondern nur im unteren Bereich. Ja, das wird es wohl sein. Genau. Hm. Ah, du aber. Ja, sehr schön. Hallo, Schlange. Bye, bye, Schlange. So, ganz viele Fässer. Ting, ting. Ting, ting. Und gib mir nicht blaue Sens. Oh, blauer Hammer. 82 Schaden. Wenn du eine Kreatur tötest, manifestiert sich der Segen, der auf dieser Waffe liegt, als Licht und erzeugt zusätzlichen Schaden bei Untoten. Cool. Du zum Verkaufhaufen, du dahin. Und wir sollten nochmal unsere Hotkeys umlegen. Also du Schnelltaste 2. Du Schnelltaste 1.
So, macht gleich viel mehr Sinn. Hm? Okay, jetzt nach oben. Hops. 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 Level Up ist auch nicht mehr so weit weg. Ach da. So, Licht Nummer 1. Licht Nummer 2. Licht Nummer 3. Irgendeins muss noch da sein. Oh, au. Krähen lieben kleine funkelnde Objekte. Lass sie nicht deine Ringe stehlen. ETF. Vielleicht sollte ich doch mal meinen Frosch wieder beleben. Allein schon um Krähe zu töten. Nicht mit mir, Jungs. Okay. Hält sich in Grenzen, dass ich hier was machen will. Oh. Ich glaube, ich weiß mal, das Bowser-Gate da frei. Ach, natürlich waren sie wieder unten. So, einmal auf. Und du bist sinnigerweise hier. Und das da wird am Ende der Kanalisation sein. Was haben wir noch? Es geht immer noch weiter nach... Das ist immer noch unten. Es geht immer noch weiter nach rechts. Und wo geht's hier hin? Da kamen wir her. So. Okay. Das sind ein paar viele. Einer weniger. Oh. Zwei weniger. Und ihr könnt keine Leiter benutzen. Ihr seid ganz schön doof. Genau, geh weg. Mit dem Rücken zu uns am besten. Oh, Diebe. Ja, nee. Hm, Mist. Handaxt. Stirb. 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 Du auch. Ich will nichts riskieren und ich will nicht schon wieder nach Hause teleportieren. So. Die Münze kommt mit. Die Diebe haben inzwischen echt ganz schön viel geklaut, oder? Es wurde, glaube ich, schon zweimal in meinen Kommentaren erwähnt, dass ich jetzt doch das Lager von denen ausräumen sollte. Und ich lasse mich langsam echt mal. Also wir schmeißen. Bestimmte Menge ablegen. Eins. Bestimmte Menge ablegen. Eins. Und hier wird auch noch ein. Bestimmte Menge ablegen. Eins. Und hier auch noch irgendwas. Irgendwas Teures. Rubin. So. Jetzt gehe ich hier unten hin und warte. Und wenn ich den Kommentaren trauen darf, was ich... Haha. Meistens kann. Es gab jetzt nur einen roten Schleim. Was ich sagen wollte, wenn ich den Kommentaren trauen darf, muss man echt einfach nur stillstehen. Gibt ja keinen großartigen Trick oder so. Einfach nur stillstehen, warten. Hab dich. Okay. Ah, Feuerball. Nächstes Mal, okay. Stillstehen, warten. Sobald sie auftauchen, hochlaufen und Feuerball in die Richtung. Mit etwas Glück verbrennt einer von denen. So. Kleiner Rubin. Münze. Pfeil. Kleiner Emerald. Grüne magische Essenz. Nee. Wir brauchen das, das uns zu eurem Lager führt. Also nochmal das Ganze. Fünf. Nochmal. Aber wenigstens sind sie beharrlich. Kommt hoch. Na? So. Fünf. Fünf. Aha, Edelstein.
Also wir haben jetzt schon wie viel umgebracht? 4 oder 5? Und irgendwie bringt das nicht so wirklich viel. Also ja, sie droppen ab und an neue Sachen, aber... 5. Wieder runter. Ich bräuchte irgendwas, das durch Gegner durchschießt und alle an der Reihe verletzt. Man kann nicht alles haben. Nehmen wir den Bogen, der schnell. Oh, ich nehme das Schwert, das ist noch schneller. Ja, nee, nicht so. Also, Bogen passt schon. Oh, geben die Erfahrungspunkte. So könnte man richtig gut grinden. Ting. Ting. Hey, Bogen bleibt echt so. Oh, was ist da hinten? Sieht komisch aus, neben dem grünen Stein. Merkwürdige Schriftrolle. Ja, sehr schön. So. So. Die hatten wir schon mal benutzt. Aber ich weiß nicht, ob das in der Folge war, die ihr nicht gesehen habt. Das heißt, die benutzen wir gleich und dann tauchen wir mitten in deren Lager auf. Deswegen trinke ich erstmal einen Heiltrank. Und trinke erstmal einen Heiltrank. Und nehme den Bogen raus. Und mach Habrabla. Genau. Hab dich. So, was haben wir unten? Zunge einer Schlange, Pfeil, rote magische Essenz, 36 Münzen. Okay. Das heißt, theoretisch müssten sie jetzt doch da unten wieder auftauchen. Oder wollen sie nicht aus ihrem eigenen Lager stehen? Nö. Sonst wären sie schon wieder da. Okay. Sammeln wir das mal alles auf. Und machen wieder Shift 1. Speichern ab. Und sehen uns gleich wieder.